Und damit herzlich willkommen zur 50. Folge meines ETS-Projekts nach 4 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange dieses Projekt schon läuft. Kann auch 6 sein, keine Ahnung. Wir haben ja längere Pausen in dem Projekt, aber jetzt möchte ich ja öfter mal Truck fahren. Und heute 50. Folge, hatte ich gerade schon gesagt. 50. Folge auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, wir fahren in Harz. Ja, wir fahren auch in Harz, den kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar auf der TSM-Map. Die hat den Harz neu umgebaut, beziehungsweise den aufgebaut. Den gibt es ja in einer Modi ja gar nicht. Und da gibt es so viele interessante Straßen auch. Also wirklich so, ja, es sind keine Straßen, es sind so Feldwege halt, wo man durch den Harz durchfahren kann. Und ich habe mir gedacht, wir suchen uns mal einen schönen Geländewagen raus. Ich habe mich heute für den Range Rover getuned von, wie ist die Firma, Stardust oder irgendwie sowas? Ich will nichts Falsches erzählen, gehe ich ganz kurz auf den LKW-Manager. Star Trek, das ist was anderes. Star Trek von 2018 entschieden. Das ist also unser Fahrzeug und der klingt auch sehr geil. Wir können den Motor mal anlassen, dann hört ihr mal, wie der klingt. 442 PS stehen uns zur Verfügung, also das ist wirklich ein getunter Geländewagen. Ja, können mal, drück mal die Bremse und drück mal ein bisschen aufs Gas. Oh, das war halt nicht so gewollt. Der beschleunigt ganz schön heftig. Merkt man, ne? Ist halt mega getuned, muss ein bisschen drauf aufpassen. Fast sogar ein bisschen zu schnell, wenn man langsam fahren will. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal in Harz. Wir schalten den zweiten Spiegel an und ihr seht, ich habe nur noch 3000 Euro. Ich habe viel Geld für den ausgegeben und getuned. Ich weiß nicht, ob es wert war, aber wir verkaufen den ja eigentlich wieder. Deswegen, ich hoffe, dass wir dann noch ein bisschen Geld wieder rauskriegen, sodass wir uns dann auch den Scania kaufen können und nicht so viel Kredit aufnehmen müssen. Aber komm, für die 50. Folge kann man nochmal, ich glaube, fast 100.000 Euro für ein Auto ausgeben. So, ich wollte aber eventuell öfter mal Autos einbauen in ETS 2. Ich habe ja einmal eine Autofolge schon mal gemacht. Meine erfolgreichste ETS-2-Folge. Da habe ich, glaube ich, ein Audi gefahren oder so. Diesmal also ein Land. Oh, der beschleunigt zu hart. Mal durchbeschleunigen. Alter! Heftig! Krass, ne? Ach, und was mir auch auffällt, der fährt so. Ich habe mich gerade gewundert, warum man nicht über 100 beschleunigt. Logisch, ich müsste ganz kurz noch was einstellen. Das ist profihaft, wie ich das immer vergesse. Ich habe nämlich hier Dings drin, ne? Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, glaube ich. Getriebe, nein. Was ist denn das? Geschwindigkeitsbußgänge, Tempolimit, PKW-Geschwindigkeit. Hä? Ist das nicht drin? Warnung für Schwerlast. Zeitzone, Regenwahrscheinlichkeit. Funktionsmodus, Navi anzeigen, ich dachte, ich hätte ihn eingeschaltet. Gameplay bin ich drauf, ne? Ich meine, ich hätte gerade nicht über 100 fahren können. Schauen wir mal ganz kurz. Ne, bei 100 regelt er ab. Das ist irgendwie noch drin. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schau kurz nach. So, da bin ich wieder. Jetzt ist er aus. Gerade nicht gesehen, ein bisschen blind. Und jetzt können wir auch schneller beschleunigen, wie ihr seht. Was machen wir gleich auf der Autobahn? Wir fahren ja ein bisschen A7 zuerst. Beziehungsweise fahren wir erst auf der 2 und dann über das Autobahnkreuz. Das weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Wir fahren erstmal ein Stückchen A2. Das dürfte relativ, in der TSM ist das relativ Standard noch. Also Standard ETS Maps. Da gibt es halt einige Gebiete, die echt gut gemacht sind. Viele Gebiete in Deutschland sind eher Standard Dings. Da finde ich zum Beispiel sehr schade, irgendwie haben beide TSM und ProMods beide so ein bisschen was an Charme verloren. Also nicht an Charme eingesetzt, die ProMods ist immer noch super und TSM hat auch wirklich viele Stärken. Aber zum Beispiel ProMods finde ich sehr schade, dass neuerdings Hamburg so vernachlässigt wurde, also dass Hamburg so völlig rausgerutscht ist. Aber das ist ein kleines Problem, das haben die einfach nicht geschafft fertig zu kriegen, vermutlich. Das kommt, da mache ich mir keine Sorgen. Oh, sie haben Post.
Kreditrahmen. Ich habe, oh, ich bin im Minus. Ja, ich habe doch zu viel ausgegeben für den LKW, für das Auto. Aber gut, dann müssen wir in den nächsten Tagen halt wieder ein bisschen Geld verdienen. Aber wir fahren ja auch nicht so lange in Harz. So, was ich sagen wollte, war noch, ja, und TSM halt hat Afrika, gibt es nicht mehr. Kommt aber auch wieder, das ist schon bestätigt, dass es wieder kommt. In TSM wird Afrika auch wieder eingebaut. Ich habe es früher so gemocht, bin ich ja offscreen sehr viel gefahren. Ich habe so viele Stunden in ETS 2, das ist unglaublich. Da bin ich sehr gerne durch Afrika gefahren, so Ägypten und sowas. Das hat schon Spaß gemacht. So. Dann wollen wir auf der Autobahn. Guck mal gucken, was da drauf hat. Ich habe jetzt gar keine Verkehrsmods und so drin. Brauchen wir eigentlich doch nicht. Was macht er denn da? Ja, er ordnet sich schon mal richtig ein. Krass, ne? Wie der beschleunigt. Wir fahren 200. Krass. Okay, müssen wir ein bisschen bremsen. Ne, ich fahre jetzt nicht lieber auf die Schleichspur. Ich ziehe jetzt einfach mal durch hier. Mit 200, 300 fast. Also nicht 300 fast, aber 230. So. Oh, ist schwer dabei die... Nein, nicht in den LKW rauschen. Okay, ich... Er wird so, um normal zu fahren, fast schon zu viel. Zu ETS ist das ja auch so ein bisschen. Die Lenkung ist nicht so direkt, die ist nur ein bisschen LKW-mäßig. Direkter als beim LKW schon, aber. Wohl, wenn du 200 fährst, ich bin in der Realität mal 100. Oh, was bin ich gefahren? 180 oder so? Und hab da schon gemerkt, das ist keine Geschwindigkeit für mich auf einer Straße. Ich glaube, das. Nee, Quatsch, 160. Wie viel hat denn der gepackt? Irgendwann bin ich mal schnell, also. Ich glaube, da hatte ich mal irgendwie bergab und so. Und da habe ich schon gemerkt, oh, das ist eine Geschwindigkeit. Da fand ich nicht mehr. Oh, da fand ich der Polizei. Ich wusste es, dass ich der Polizei reinfahre. Sehr gut. Das ist echt heftig, wie der beschleunigt. Das zweite Mal, dass ich in einem ETS oder ATS in der Polizei reingefahren bin. Und übrigens hat er nichts gesagt. Sehr freundliche Polizisten hier. Nein, ich bin in ATS mal in der Polizei auch hinten reingefahren. Das war auch sehr schön. Da wollte ich aber auspressen, was passiert. Diesmal war es ein Versehen. Ich müsste mal so eine Comprehension mit den dümmsten Unfällen hier im Spiel aufmachen. Das wäre irgendwie ganz witzig. Alter, das ist echt schwer, den unter Kontrolle zu halten. Ich mache ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen übermotorisiert für Offroad. Muss ich nächstes Mal, wenn wir das vielleicht nochmal machen oder so, mal ein bisschen was anderes suchen. Machen wir mal 80. So. Ich habe auch Automatik drin. Wie ihr vielleicht hört. Weil sonst würde ich nicht so hochtourig fahren. Das klingt ja scheiße. Ne, wir fahren ein bisschen. Ne, wir haben auch noch 80 Höchstgeschwindigkeit gerade. So, jetzt geht's also hier ab in Harz. Also der Harz ist echt ein. Also einer der schönsten Gebiete, die ich bisher in in ETS 2 kenne. Also das kann locker auch mit Promos mithalten. Viele sagen, hätten ja gesagt, ich auch vor kurzem noch, Trump Promos ist die eine der schöneren Map. Können wir da auch rein? Kommt hinter uns was? Ja, komm, das schaffen wir zurückzusetzen. Wieder mal reinfahren, weil wir können diese. Der ist zwar nicht angezeigt, aber es gibt auch Wege hier auf der Harzmap, die auf die angezeigt werden. Forstwirtschaftlich, wesentlich forstwirtschaftlicher Verkehr. Einfach mal ein bisschen testen. Oder kommen wir jetzt wieder auf die Hauptstraße drauf? Wir werden es sehen. Das ist ja jetzt richtig Offroad, das ist hier einfach ein bisschen über kleinere Straßen. Was war das denn? Ups. Cool. Gut, da haben wir uns aber verabschiedet. Wo werden wir jetzt hin teleportiert? Ich hoffe, im Harz gibt es irgendwo... Ja, gibt's Dings. Was war denn dieser Typ gerade, der mit dem Schild da rumgelaufen ist? Stand da drauf, ha, ihr Trottel fahrt gleich ins Nichts oder so? Weiß ich nicht. Fand ich ganz witzig. Aber sowas würde ich nämlich öfter gerne machen. Einfach so ein bisschen Straßen erkunden. Mit einem Standard ETS 2. Es gibt nämlich auch so eine geile Straße in Promods von so einer Bundesstraße. Da gibt es auch so eine Super. Wie gesagt, Promods hatte ich vorhin über. Das war nicht falsch verstehen. Promods ist immer noch super. Das hat mich nur irgendwie genervt mit Hamburg, weil ich so gern von Hamburger Hafen gefahren bin. Und jetzt ist Hamburg halt nur so ein Rumpf. Oh, was ist das denn? Oh, okay. Ja. Einfach mal weggesprungen.
Es ist ein bisschen am Ruckeln hier, ne? Also als ich offscreen hier lang gefahren bin, ist es überhaupt nicht am Ruckeln gewesen. Aber kann er da auf damit liegen? Aber ich habe ETS 2 eh öfter Probleme mit Ruckeln. Also in den Aufnahmen. Oh, da ruckelt das hier. Warum? Gerade ging es doch alles. Vielleicht wenn wir ein Stückchen vorwegfahren. Vielleicht ist es irgendwie ein Gebäude, was nicht super programmiert ist. So, wir können mal gucken, fahren hier eigentlich Züge? Das würde mich ja schon interessieren, so die hier, wenn wir hier gleich die Brockenbahn langfahren sehen. Ich weiß nicht, ob die hier lang fährt durch Schierke, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Oh, nein, nicht über Rot. Ja, das war über Rot, eigentlich schon. Ist echt schwer, den unter Kontrolle zu halten, aber wir sind jetzt eh schon drüber über die Ampel. Ach, wir haben nochmal so viel Geld verloren, wegen, weil wir abgeschleppt wurden, oder warum was für Minus jetzt dabei? Na, wir müssen nachher mal gucken, wenn wir den Wagen wieder verkaufen, wie viel Plus wir dann überhaupt noch haben. Ich habe gerade irgendwie, glaube ich, in den letzten dieser Folge mega viel verschleudert. Jetzt wollte ich aber kurz gucken, was hier vorne ist. Warte, mal kurz zurücksetzen. Das interessiert mich hier einmal. Links. Was ist das? Guck mal, die bauen ein Haus. Sehr schön. Ich liebe diese Details. Also das ist, Gebiet ist wirklich wunderschön. Als ich das erste Mal durchgefahren bin, habe ich gedacht, wow. Allein schon das hier mit dieser Burg. Das ist so geil. Das macht so Spaß hier zu fahren. Und wie gesagt, das Gebiet ist für ein Auto geschaffen. Ich hätte mir einen anderen Auto holen sollen. Vielleicht ein. Ich hätte noch einen Ford Raptor, hatte ich überlegt, oder einen Mercedes AMG. Das Interessante ist, beim Mercedes AMG, den ich eigentlich nehmen wollte, der hat ein Level drin. Das ist Level 16 sein muss, um den überhaupt kaufen zu können. Vielleicht kaufen wir den irgendwann mal, wenn wir genug Geld haben. Also der. Da geht's wieder raus aus nach Harz, wo wir, glaube ich, gerade hinfahren. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Einfach mal auf der Straße stehen bleiben. Ist ein bisschen Fun-Episode. Da ist jetzt nicht. Da werden wir jetzt nicht super an Verkehrsregeln halten. Ich bin schon auf Polizeiten drauf gefahren. Ich habe schon auf der Autobahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Obwohl es war keine überhöhte Geschwindigkeit, aber man soll ja nur so schnell fahren, wie man die Kontrolle über den Wagen hat. Also nicht angepasster Geschwindigkeit. Ich würde sagen, das ist ja eine normale Straße hier. Die können wir uns auf dem Rückweg vielleicht angucken, wenn wir Richtung Magdeburg wieder rausfahren oder so. Also das, was ich noch gucken wollte, das wäre ja eigentlich sogar die A14 hier. Also das ist hier eine Landstraße, eine Bundesstraße in TSM. So. Hier fahren wir mal lang. Ich weiß nicht genau, wo war diese geilen Strecken. Ich glaube, die waren hier irgendwo. Gucken wir, fahren wir hier hoch. Dann guck mal. Mal am Ende bitte. Ja, komm her. Ja, fahren wir mal so. Die kleinen Wege entlang. Ich hoffe, dass wir dann zu den richtigen Wegen finden. Weil das sind ja wirklich so Forstwege. Und das fand ich super. Guck dir das an mit dieser Burg. Aus wie Hogwarts. Nicht ganz. Nicht ganz. Einfach nur cool, oder? Ganz ehrlich, hier, guck mal. Wenn wir das jetzt hier drauf kriegen. Ja. Ich glaube, ich habe ein Thumbnail. Ach nee, danke. Nein, falsche Taste. Mache ich das weg, sowas. Und ich habe die Tür offen. Ich bin treu. Warum habe ich eigentlich die Tür im Spiel offen? Dann hört ihr nämlich die Feuerwehr so laut. So, ich wollte ein Foto machen. Hier vor diesem Schloss. Sehr cool. Sehr cool. Weiter geht's. Wernigerode oder Magdeburg, wollen wir mal ein bisschen hin. Wie gesagt, Magdeburg werden wir nachher wahrscheinlich rausfahren. Wenn wir wieder zurückfahren. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge mache. Wir haben jetzt schon 14 Minuten. Kann ruhig eine längere Folge werden. Und ich bin nochmal ganz kurz weg. So, und kurz Tür zugemacht, weil das ist doch ein bisschen laut. Also die Verkehrsgeräusche sind ja gar nicht so unrealistisch, aber naja. Es wäre auch das Beste, wenn es in ETS 2 noch Alarmfahrten geben würde. Ich meine,
Mittlerweile können ja dank dieses Schwerlasttransports, DRCs, die Autos so ein bisschen zu rechts und links zur Seite fahren, aber dann eine KI zu programmieren, die mit einem Rettungswagen dann so in der Mitte durchfährt und so, wäre sehr cool. Ist aber, glaube ich, nicht machbar. Weiß ich nicht. So, wir fahren ein bisschen weiter hier. Ich liebe dieses Gebiet. Das ist einfach so schön. Ja. Kommen wir noch rüber. Ich bin begeistert. Also das erste Mal, als ich hier durchgefahren bin, da war ich eben mit offenem Mund. Dachte so, wow. Also das ist mal wirklich... Es ist so wie gewesen, wie ich zum ersten Mal Pro Mods, wo ich das erste Mal Pro Mods gefahren bin, wo ich dachte, boah, wie geil. Und das ist auch so, war auch so ein Gebiet. Wir sind jetzt hier auf dem Feldweg unterwegs. So. Und so welche Wege sind halt super cool. Ich dachte, wir haben ein bisschen Offroad-Fahrzeug halt auch geholt. Aber wie, es ist ein bisschen zu sehr getuned. Ich hätte nicht die hohe Motorisierung nehmen. Klingt ja zwar besser, aber trotzdem. Ich hätte vielleicht doch lieber einen richtigen Geländewagen und nicht so ein super getunedes SUV-Ding nehmen sollen. Naja gut, nächstes. Boah. Oh, nein. Wo bin ich denn da hingeblieben? 100% Schaden. Muss ich jetzt wieder zurückbleiben. Wo wollten wir denn eigentlich hin? Vielleicht können wir ja noch einen Moment fahren, bevor er gleich wieder ausgeht. Das war ein heftiger Unfall. Oh, der Motor klingt aber auch nicht mehr gut. Ne, die Schaltung ist im Arsch. Sehr gut. Bei 100% wird er vermutlich nicht wieder anspringen. Ja, gut, dann müssen wir wieder zurück. Sehr erfolgreiche Folge. Aber wo bin ich denn gerade hängen geblieben? Das wird wahrscheinlich teuer, den ganzen zu reparieren. Ich verschwöre, ich schmeiße das ganze Geld raus. Warum ist so geplant? Naja. Wo bin ich da hängen geblieben? 100% vor allen Dingen. Ich hätte so ein Geldsheet nehmen sollen vorher. Aber gut, dann nehmen wir einen Kredit auf. Dass wir den Kredit abarbeiten. Dann haben wir halt ein bisschen wieder was zu tun. Wie kostet denn das? Oh, 49.000. Okay, wir müssen jetzt schon einen hohen Kredit aufnehmen. Damit wir dann das Geld wieder ausbezahlen. Was wir vorher jetzt verbraten haben. Ja. Genau, dann gucken wir mal, wie viel Geld überhaupt bleibt, um den Scania zu kaufen. Dann wieder zurück, fahren wir diesmal einen anderen Weg. Also wir wollen ja wieder dahin, wo ich gerade war. Aber wir nehmen diesmal den anderen Weg ein bisschen. Also da hinten wollten wir wieder hin. Dann nehmen wir diesmal nicht dahin, da wo wir lang gefahren sind, sondern gehen diesmal. So, dann haben wir eigentlich das ganze Gebiet fast angeguckt. Hier ist echt hier Gurgel an der Werkstatt. Ich habe echt überlegt, ob ich das mit Hamburg, ob ich dann eine alte Version spiele. Aber dann fahren wir eben in den nächsten Folgen hier nicht so oft nach Hamburg. Ich wollte noch ein anderes Video machen, wo ich Hamburg in ETS mit einbauen wollte. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Da muss ich dann wahrscheinlich wirklich eine ältere Version nehmen. Oder schauen wir mal. Wie gesagt, schauen wir mal, was in TSM noch kommt. Wir haben das Elbtal auch in TSM ganz nett gemacht. Wo man nach Bad Schandau fahren kann und so. Was gibt es sonst noch? Oh, ich fahre falsche Richtung. Na gut. Aber diese Burg ist halt auch wirklich, wirklich cool hier. So.
Und rund um Berlin wurde ein bisschen was überarbeitet und so. Also wenn TSM so weitermacht und auch so langsam die Gebiete immer weiter erweitert, so, das wäre super. Also ich meine, Deutschland, TSM ist immer so ein bisschen gewesen, Erweiterung nach außen, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass TSM immer sich darauf konzentriert hat, hinten fährt noch ein Zug. Das ist so cool. Dass TSM sich immer ein bisschen darauf konzentriert hat, wir haben das Standardgebiet, wo normales SCS ist, und dann haben wir außen große Gebiete, zum Beispiel Afrika damals, was jetzt ja neu kommen soll. Oder auch Spanien gibt's ja noch. Spanien, Portugal. Das war auch immer cool. Von Moskau nach Lissabon bin ich mal gefahren. Ach, hier kommen wir nicht durch. Und jetzt, ach, können wir da vorne rum rausfahren? Können wir. Cool. In die 30er-Zone. Cool. Aber, also, weil das liegt ja auch ein bisschen daran, dass dieses Deutschland overdoing. Aber in Promods gab es doch früher, wir sind doch die ersten Folgen auch Promods in Deutschland gefahren. Quatsch, TSM, da gab es doch noch so Umleitungen und sowas, ne? Also ein bisschen was haben die auch gehabt früher in Deutschland, Überarbeitung, und dann mussten das halt wieder rausnehmen. Das Problem ist halt, dass das mit SCS gerade ein bisschen schwierig ist. Das finde ich super, dass SCS alle das Deutschland überarbeitet, aber für die ganzen Mod-Sachen ist das natürlich ein bisschen doof, weil die alle selber Deutschland überarbeitet haben. So. Einmal rechts lang. Na, 30 schaffen wir hier nicht mit dem Auto. Das ist zu schnell. Wir bräuchten mal ein Lenkrad und ein bisschen Gefühl im Gas. Dann würde das gehen. Wie gesagt, ich muss mal ausprobieren, ob ich nicht ETS 2 auch mal auf dem Controller spielen kann. Lenkrad kann ich mir mit nicht leisten. Da sage ich immer, entweder ein vernünftiges oder gar keins. Und bisher hieß das für mich gar keins, weil ich mir ein vernünftiges... Ja, das kostet halt, was weiß ich, an die 200 Euro. Über 150? Hier, irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht machbar gerade. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, dass ich vielleicht ein bisschen ETS 2 mit Controller spiele. Irgendwann habe ich es mal ausprobiert und das konnte man nicht vernünftig einstellen. Der hat das einfach nicht vernünftig einstellen können, dass man... Oh, jetzt falsch. Wo wollte ich denn lang? Ach, da hinten. Muss ich drehen. Okay. Sehr schön. Nein, stopp. Ach, dieses Auto ist echt... Boah. Ich bin kein Profi mit dem Auto in ETS. Ich weiß nicht. ETS ist... Ich suche jetzt wieder eine Ausrede. So, hier können wir reinfahren. Muss man ein bisschen langsamer fahren, dann geht das. Bisschen entspannter. So, guck mal. So entspannter. Guckt euch das an. Das ist so gut gemacht, das ganze Gebiet. Ja. Wenn man so ein bisschen zu viel macht, dann geht er hier direkt... in den OP-Modus. Geht aber voll drauf. Brocken. Wir fahren jetzt hoch zum Brocken, ne? Das gibt's nämlich auch. Ob ihr es glaubt oder nicht. Aber der Zug ist vorhin in den Lack gefahren. Ich glaube, hier fahren Züge. Das ist natürlich... Ich dachte immer, ich weiß nicht, ob es geht, weil... Ich glaube, oder auch nicht. Ich glaube, in ETS 2 kannst du keine Züge fahren lassen, wo du, wo keine Schranken sind, weil halt einfach keine Abgrenzung da ist. Glaube ich. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Hier auch diese Gasleitungen und sowas. Haben wir in der Halle auch relativ viel. Diese, ich glaube, das sind Gasleitungen. Oder Wasser? Nee, ich glaube, es sind Gasleitungen. Vermute ich, keine Ahnung. Ich glaube, das sind wirklich, die hier in Halle so überall so Rohre sind. Das ist ganz interessant. Und LKW, wir können die auch gut Holz wegbringen und sowas. Hier allein schon diese Haarnadel, hätte ich was gesagt. Wir haben ja schon gesagt, diese Schilder sollte man lieber drauf vertrauen, haben wir schon gemerkt, aber ich glaube, da kommen wir auch nicht durch, weil da nicht rein. Da haben wir ja vorhin festgestellt, dass an diesen Schildern auch mal rausfliegen kann aus der Strecke. So, jetzt haben wir hier einfach nur einen Abdüfungsfunk von Holz. Schade, dass man hier nicht mit dem LKW rein kann. Aber man kann zumindest drauf fahren. Also wenn man nicht durch die Karte fährt.
cool. Lass uns mal da drauf. Kommen wir da rein? Also mit dem LKW vermutlich nicht, aber mit dem Auto dürfte das so klappen. Ich glaube, ich müsste es doch eher mit Schalten machen, dann kann man vielleicht auch besser gehen. Cool. Sogar mit einparken, können wir ja vom Haus parken. Sehr cool. Hat auch was. So, jetzt wollen wir jetzt hier, ich wollte sagen, kannst du eine Currywurst holen oder irgendwas? Harzer Käse. Nein, das würde ein bisschen stinken im Auto. Empfehlung, holt euch kein Harzer Käse, um im Auto zu essen. Also wenn ihr alleine seid oder so abkönnt, gerne, aber wenn auch noch irgendwie ein Bekannter rein ins Auto reinkommt, ich glaube, der läuft dann lieber, als mit euch mitzufahren. Ja, gut, dann waren wir hier auch mal, haben wir hier auch mal eingeparkt. Fühl mich wie so einer... Nein, nicht gegen den Zaun. Es ist wirklich... Man muss immer so kleine Garstöße geben mit der Tastatur, das ist gar nicht so leicht. Ich muss mal Controller gucken, ob ich den nicht hier drauf... konfigurieren kann, weil mit dem ja, Autofahren ist schon echt gar nicht so leicht mit Tastatur. LKW geht, finde ich. Mach ich seit Jahren. Aber das ist ein Kontrillette schalten oder man muss wirklich mit Schalten fahren. Ich hätte halt keinen Bock immer zu schalten. Aber guck mal hier, die Staumauer und so. Bin ich auch. Die hab ich glaube auch schon mal gewesen. Ich könnte eigentlich jede 5 Minuten anhalten und das Gebiet angucken. Ich finde das so gut. Also das ist echt. Wie gesagt, das erste Mal, als ich hier lang gefahren bin, habe ich mir gedacht, wow. Und bin dann einfach auch mit dem LKW durch die Gegend gefahren. War halt mit einem Offline-Account, da habe ich halt unendlich Kohle. Das ist halt... Da war es dann auch egal, wenn ich mal meinen LKW irgendwo kaputt gefahren habe. Hier ist es vielleicht gar nicht die gute Idee, aber irgendwie... Vielleicht ist das ja auch wieder aus. Wollen wir hier links? Wir können auch rechts fahren, ne? Dann können wir ein bisschen... Müssen wir nur das Ding wegnehmen, nicht dass er gleich immer nervt mit dem Marker, den wir da gesetzt haben. Biegen wir gleich rechts. Genau so. Obwohl da oben. Oder wir fahren nachher wieder zurück, keine Ahnung. Den Fluss auch, es ist super. Ich weiß gar nicht, ob wir ganz oben auf den Brocken kommen. Ich glaube ja, soweit ich weiß. Also nicht ganz auf die Spitze wahrscheinlich nicht, aber da oben fährt wieder ein Zug. Züge, ich muss Züge gucken. Leider die Lok nicht gesehen. Schade. Ich weiß nicht, ob das Standardzüge sind. Es kann doch sein, dass die auch durch TSM kommen. Ist hier eine Raststätte wenigstens? Ob wir uns hier mal eine Currywurst holen können, kurz. Das sieht auch sehr dann raus. Hier nochmal eine Reisegruppe. Allein wie viele Details hier drin sind. Hafermann-Reisen, ob sie wirklich gibt. Also wenn es sie wirklich gibt, dann gibt es sie seit 100 Jahren. Über 100 Jahre? Krass. Obwohl doch geht, ne? Also ich hätte jetzt... Ja, ja. 1919. Könnte auch alle 5 Minuten mich hier hinstellen und einfach Fotos machen. Einfach schick. So, wir haben gleich Abend. Wir fahren nachts hier über den Harz. Ich glaube, wir sollten gleich wieder zurück, wenn es Nacht wird. Aber ich wollte eigentlich noch auf dem Brockenfeuer. Müssen wir uns beeilen. Aber hier den Berg hoch. Wir können auch nochmal irgendwann eine zweite Harztour machen. Wenn wir dann die Gebiete angucken, die wir noch nicht gesehen haben. Was ist hier denn los? Feuerwehr? Okay. Oh, hat es hier wirklich gekracht? Achso, das ist ein Random-Event. Wollte gerade schon sagen. Wäre hier unlogisch. Muss dann auch erstmal hinkriegen, dass man hier einen Unfall baut. Bei dem wenigen Verkehr, der hier ist. Ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass es diesen kleinen Straßen Random-Events gibt. Alter! Das ist auch eine schöne Stelle, um mit dem LKW wieder durchzufahren. Mann, bin ich froh. Also, mit dem Auto hätte es wahrscheinlich geklappt, da durchzukommen. Aber bin ich froh, dass ich jetzt gerade nicht mit dem LKW fahre und da durch muss. Da hätte ich... Wäre ich auch so ein bisschen pisst. Ich muss ja gucken, wie kommen wir jetzt hier auf den Brocken. War ja vorhin ganz gut ausgeschildert. Oder waren wir schon auf dem Brocken? War das der Brocken? Nee. Ich glaube, wir kommen da richtig hoch. Ich weiß noch nicht, ob rechts oder geradeaus. Ich würde das eigentlich noch gerne über Tagesanbruch machen, weil wir haben jetzt schon wieder Nacht hier. Und draußen ist schon wieder, also bei mir ist schon wieder Feuerwehralarm. Komm ich hier auf den Brocken?
Wanderweg, LKWs bis zu 17 Meter. Ich will auf den Brocken fahren, Brocken fahren, Brocken fahren. Ich muss da wirklich in Harz. Ich bin schon durch den Harz mal durchgefahren. Ich glaube, so richtig fahre ich noch nicht. Wollte ja auch mal mit der Brockenbahn fahren. Aber wenn sie die Brockenbahn hier sehen würden, dann würde ich hier völlig fanboyen. Also so ein Gebiet einfach in die Map einzubauen, finde ich super. Ist natürlich ein bisschen groß, proportional übermäßig als für den Harz, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Doch, könnte fast super passen. Von der Größe her, aber trotzdem. Es ist einfach super gemacht. Und es ist halt nicht immer dieses ewig deutsche Autobahn fahren. Das ist schon, hat schon echt was, hier durchzufahren. Hier kommen wieder Züge. Ich weiß ja immer noch nicht, ob hier wirklich Züge fahren können. Aber wir werden hoffentlich nicht rausfinden, wenn ich auf der Strecke stehe. Da oben ist eine Nadel. Vielleicht ist das hier Brocken. Wo dann auch die Brockenbahn fährt. Das könnte sogar die Brockenbahn gerade gewesen sein. Ist das hier Spitze vom Brocken? Oder was ist das für eine Station hier? Doch, wir sind auf dem Brocken. Ja, wir sind endlich auf dem Brocken oben. Ja, wie gesagt, alle 2 Minuten anhalten, Fotos machen. Ja, so. Nein, falsche Taste. Das wollte ich. Nein, nicht das. Ich wollte das. So. Ich mache so ein paar Fotos auch für meine. Ich bin letzter Zeit ein bisschen begeistert davon, ab und zu auch mal auf Steam ein bisschen seine Galerie ein bisschen aufzuschönern. Also dass bei Steam die Bilder, die man angezeigt werden, wenn du spielst, auswählst. Und da habe ich zum Beispiel jetzt, ich habe in letzter Zeit ein bisschen wieder Witcher gespielt, Witcher 3. Da habe ich sehr viele schöne Fotos gemacht, also zweiter Durchlauf. Ich habe im ersten Durchlauf schon gespielt, im zweiten Durchlauf. Wer sich für Rollenspiele interessiert, ich glaube, das weiß jeder, aber der muss Witcher gespielt haben. Meiner Meinung nach beste RPG. Also vor allen Dingen First-Person-RPG. Gibt ja immer noch Leute, die sagen, das ist gar nicht so richtig. Rollenspiel ist nur von, wenn du Top-Down hast und mit einer Gruppe und so. Naja. Ich verbinde hier mit RPGs eher so First-Person-Rollenspiel. Sehr cool, das ist der Harz. Und das ist der Brocken, wo wir gerade stehen. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder zurück. Wir haben wie viel? 33 Minuten. Ist gut. Ich habe gesagt, eine Stunde wollte ich machen. Werden ein bisschen weniger vielleicht sogar machen. Aber da es Nacht wird, fahren wir jetzt langsam wieder zurück. Einmal nehmen wir hier hinten rum, würde ich sagen. Dann kommt immer noch ein bisschen mehr Strecke. So. Dann geht es wieder zurück in unsere Heimat nach Hannover. Nein, am Strecken immer am Ende. So, zack, sehr. Und werden dann da nächste Folge spielen und dann werde ich mich wahrscheinlich in der Zukunftslava wird sich so aufregen, dass ich so viel Geld hier für diese Tour ausgegeben habe. Aber es hat sich gelohnt, oder? Hat Spaß gemacht, mal Auto zu fahren ein bisschen wieder. Lange Zeit nicht mehr gemacht. Komm wieder die Brockenbahn, wir werden mit der Brockenbahn. Schade, dass die hier wirklich, also wenn die hier angedampft käme, dann würde ich, das wäre so geil. Aber ich glaube, es ist einfach nicht möglich, bei so welchen Bahnübergang Züge rüberfahren zu lassen. Weil ich glaube, ETS2 braucht wirklich Schranken, die dann das so abgrenzen, dass der Zug freie Fahrt hat. Weil ich weiß nicht, ob es, ich habe es mal, wir online wollten wir das unbedingt mal ausprobieren, haben wir uns mal irgendwo an so einen abgeschiedenen Bahnhof in ETS gestellt, in ATS. Und wollten mal dafür sorgen, dass wir online von Zug erfasst werden. Weil ich dachte, online werden die darauf programmiert, weil die ja immer alle gleich sehen. Aber ich glaube, da fährt einfach keiner. Also ich glaube, das geht nicht. Weil die sind ja synchronisiert mittlerweile online, die Züge. Was früher mal nicht so war, da war das total nervig, dass der einer vorher gebremst hat und du dann so, verbremst der da vom Bahnübergang bis halt draufgerauscht, wenn du nicht aufgepasst hast. Mittlerweile sind die synchronisiert, was immer zu sehr vielen, zum Beispiel auf dem Manöver Calais Duisburg ist es mal sehr witzig, wenn da der Zug fährt, dann ist mir ja immer Stau. Und Calais-Duisburg ist ja die Staustrecke.
Ich vermute ja auch, die neue Staustrecke wird, also Kalli-Duisburg wird bald abgelöst von... Wir fahren geradeaus. Können wir nicht auch hier durchfahren? Sind wir nämlich angekommen. Ja, können wir. Genau so. So, zack. Was ich sagen wollte war, Duisburg-Kalli wird bald abgelöst. Aber wir werden müde. Schaffen wir es noch bis nach Hause? Was haben wir denn noch? Stunde. Ja, müssen ein bisschen beeilen. Kein Bock, das Auto schon wieder kaputt zu fahren. Oder wir schlafen hier in einem Hotel noch in im Harz. Könnten hier auch Pause machen. Können wir eigentlich machen. Fahren wir nachts durch den Harz. Strick zurück. Ich würde dieses gerne am Tag sehen. Nee, komm, wir fahren. Oh, und wir fahren in Dead End. Auch sehr schön. Da bin ich aufgepasst. Ach komm, machen wir hier Pause. Fahren wir durch nachts nachher auf zurück. Stehen wir dann auf 5, 6 Uhr. Könnte auch morgens werden. Schauen wir mal. So. 6 Uhr. Passt doch perfekt. Dann können wir nämlich morgens fahren. So, haben wir eine kleine Pause gemacht hier. Und fahren dann jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt noch eine Folge mache, aber lohnt sich nicht. Nein, wir fahren jetzt zurück. Wir können ja mal wirklich 50. Folge ein bisschen länger machen. Das ist schon in Ordnung. Wieder vom Wanderweg zurück. Oh, schön, da ist das wieder so eine Burg oder sowas, ein alter Turm da. Ich muss schon wieder hier alles ausschneiden, wollte ich nicht. So, ich glaube, das gar nicht erst wieder anschalten, das Navi. Wir haben ja im Auto auch ein Navi. Wie gesagt, Harztour, das ist Bildertour für mich. Wir nehmen mal das Auto-Navi. Ich muss das andere eigentlich gar nicht anschalten. Das Einzige, was ich eigentlich anschalten müsste, wäre ein Seitenspiegel eventuell, damit ich nicht die ganze Zeit so gucken muss. Finde ich da doch etwas bequemer. Oh. Ich dachte, ich fahre jetzt wieder in Steine rein. Oh, einmal links abbiegen. Straße können wir dann auch wieder ein Dings anstellen. Ich gucke trotzdem immer noch rüber, ob hier Züge kommen. Da stehen Waggons, okay. Wahrscheinlich werden hier keine Züge fahren, zumindest auf dem rechten. Puh. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen kaputt gefahren. Nein, fahr geradeaus. So. Jetzt mal, wenn man leicht zurücksetzen will, dann beschleunigt er wie verrückt im Rückwärtsgang. Das ist echt gefährlich. So. Bremsen. Mal gucken, wo wir nächste Folgen hinfahren. Ich hatte überlegt in Richtung... was hatte ich überlegt? Irgendwas hatte ich überlegt, wo ich hinfahren wollte. Spanien? Ich überlege auch immer noch über Promos oder TSM fahren. Und ich überlege in den nächsten Folgen, wahrscheinlich wird diese Folge noch Musik haben, mal wieder ein bisschen Musik abzuschalten. Wahrscheinlich nicht dauerhaft. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit Musik mögt oder ohne. Aber erstens wiederholt sich die Musik irgendwann relativ viel und ich weiß nicht, ob es so gut bei euch ankommt. Das kann ich nicht sagen. Ich meine, die Trucks sind Sachen, werden bei mir eh nicht die jetzt meist sind eh nicht die meistgeschauten Projekte. Aber da müsst ihr mir einfach mal ein bisschen Feedback geben. Habe ich glaube ich auch schon mal gefragt. Weil ich glaube, da habe ich kein Feedback bekommen. Wie das mit der Musik ist. Ich weiß, ich finde es einerseits besser, andererseits aber auch nicht. So, da ich zum Beispiel im Zugsimulator das, die Musik aber auch so absichtlich immer rauslasse, weil ich da sie echt unpassend finde, überlege ich, ob ich es zumindest zeitweise dann auch mal im Truck Simulator mache. Dass ich hier die Musik wieder ausschalte. Vielleicht kann ich es ja doch wieder an, wieder Musik ein bisschen im Hintergrund. So, nieder. Oh, wir müssen tanken. Ja, natürlich, habe ich gar nicht dran gedacht. Hoffen wir, dass wir noch eine Tankstelle finden. Wo haben wir denn die nächste? Jetzt müssten wir nämlich wieder abgeschleppt werden. Da. Kurz vor Wernigerode. Hier hinten ist auch noch ein. Dann noch zu der Tankstelle kommen. Sag mal, was ist denn das mal an dieser einen Stelle? Das ist jetzt echt unfair, Spiel.
Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Hätte da was dagegen, wenn ich mich einfach zurück nach Hannover teleportiere, weil das ist mir jetzt so blöd, den wieder zu reparieren. Ich weiß nicht, so ein paar Fehler sind scheinbar in der Map noch drin. Da bin ich nirgendwo gefahren, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt nach Hannover zurück. Und ich hoffe, dass dann, wahrscheinlich wird der jetzt nicht so wert sein, wenn er dann zurück das teleportiert. Gehen wir mal zur Garage. Wo haben wir den Garagenmanager? Da, dann beenden wir die Folge so. Tut mir leid, ich wäre gerne zurückgefahren, aber dann haben wir was für die nächste. Das könnten wir dann anders machen. Vielleicht fahren wir auch mit Chocolate lang, aber ich glaube, wir fahren das wieder ein bisschen Promos. Promos hat dann doch einfach das bessere Gesamtpaket. Auch in Hamburg, ich muss in Hamburg, das ist so eine wichtige Stadt. Also wahrscheinlich für uns Deutsche, aber ja, das ist doch schon eine sehr wichtige Stadt, in Europa auch. Das finde ich so schade, weil das war so schön, Hamburg Promos. Oh, über die Elbbrücken fahren und durch die Alten, ja, teilweise durch die Altstadt. Und es war so cool. Naja. Schon wieder die Musik. Wir haben ja immer Musik an dem Dings. Gut. Dann würde ich sagen, den verkaufen wir den wieder. Das machen wir noch in der Folge. Komm. Ich hätte gesagt, wir machen eine Stunde. Jetzt haben wir 41 Minuten. Dann seht ihr auch noch mit, wie ich den wieder verkaufe. Und vielleicht den neuen Scania kaufen. Oder manchmal nicht. Nee, ich mach, kauf das jetzt noch. Das ist so ein End-Ding. Ich verkaufe den jetzt für 35. Das ist relativ wenig, ne? Weil er ja so kaputt ist, ne? Vermutlich. Dann muss ich gucken, wie viel wir da noch. Ja gut, verkaufen wir ihn für 35 und dann müssen wir jetzt ordentlich Geld draufpacken, dass wir. Wir haben noch 110, ja. Dann haben wir nur volle Kreditrahmen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, dann wieder ein bisschen die Kreditrahmen runterzuholen. Weil wir haben ja auch zwei LKWs mit zwei Fahrern. Ich meine, komm, die werden da schon rumwuppen, dass wir ein bisschen Geld wieder reinkriegen. Ich muss mal schauen, wie das bei dem Fahrradmanager aussieht. Hier. Dominik und Louis. Der eine fährt Dominik minus 6 Euro mit. Doch, der ist aber ganz neu. Ich glaube, das ist am Anfang immer so. Dass der ein bisschen Startprogramm braucht. Aber eigentlich ist das relativ gut. Nee, ich wollte ganz Fahrtenbuch drauf. Gott. Gott, Gott, ja, wahrscheinlich diese Kleinaufträge ein bisschen nicht so weit. Ach, guck mal, da hat er minus 6000 gemacht. Das ist gut, hat er seinen LKW auch kaputt gefahren. Aber machen wir ja auch öfter. So, wir wollten jetzt den LKW kaufen. Dann brauchen wir jetzt LKW-Mädchen. Haben wir einen Scania-Händler überhaupt schon verhofft? Doch. 89.000, ich hoffe, das reicht. Was sollte? Garagenmanager, nein, ich will auf dem LKW-Manager und dann müsste doch ein LKW-Händler, genau hier. So, bitte Scania kaufen, genau. Stimmt, in Hannover ist ja sogar ein Scania-Händler. Online kaufen? Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich glaube ja. Land Rover brauchen wir jetzt nicht nochmal. Die obersten Pakete werden wir nicht hinkriegen. Aber den neuen kriegen wir den wenigstens. Wie heißt der denn? Streamline R. Von außen sieht man das nämlich nicht so groß unterschiedlich. R Streamline No. Welcher ist denn der neue? 2009er Modell. Das ist aber nicht der neue, der ist neuer. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gucke kurz, wie der neue heißt. Go. So, da bin ich wieder. So, da. So, da bin ich wieder. Man hätte auch ganz mal aufs Datum gucken können, denn die R209, die Scania R2009-Reihe ist natürlich die alte Baureihe. Wir wollen aber die S-Reihe nehmen. Das dürfte die höchste Baureihe sein von Scania. Also Luxus-Sache sozusagen. High Roof. Ich überlege gerade, wie viel hatten wir? 189.000. Müssen wir mal gucken. Ich soll das packen? Ich würde gerne die lange Version nehmen. Ja, jetzt sind wir schon drüber. Also zwei Räder hinten würde ich schon gerne nehmen. Vielleicht die 195 sind wir auch schon drüber. Dann müssen wir erstmal die Normal Roof Variante nehmen. 156, ja, da haben wir noch ein bisschen für 410, 157, was kriegen wir denn?
Wie haben wir? 189, gut. Dann nehmen wir die höchste Motorisierung, das ist wichtig, finde ich. So. Dann bitte aber das exklusive Design. 189.000, okay, jetzt sind wir schon drüber. Vielleicht ein bisschen weniger Motor, ich will aber das Innenleben, das finde ich halt 185. Ist noch drin. Ich würde aber gerne natürlich eine andere Farbe haben, weil dieses Müllwagen-Orange ist überhaupt nicht meins. Gucken wir mal, was wir für eine Lackierung nehmen können. Nehmen wir so ein Standard-Ding. Michael Griffin finde ich natürlich wunderbar. Ich finde die so gut, die nehmen wir. Dann sieht man noch. Standardmodellisierung. Ja, dann vielleicht das Getriebe erstmal einbauen. 190. Eine kurzere Zweirad-Variante. So. 180, okay. Wir können ihn ja später immer noch aufbessern. Ich würde sagen, das ist jetzt mal unser neuer Scania. Jetzt habe ich jetzt mal viel auf Optik von innen gelegt, aber ich finde den innen so einfach so gut. Deswegen bestellen wir den jetzt einfach mal so. Genau. Und kaufen den. Garage in Hannover. Ja, bitte. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich keine Kohle mehr. 8000. Das müssen wir in den nächsten Folgen ändern. Dann müssen wir ordentlich. Sag mal, habe ich den nicht gerade für mich ausgewählt? Scania S einsteigen. Ach, der wird mir wahrscheinlich noch nicht angezeigt. Gehen wir mal fahren. Und schauen uns den mal ganz kurz an. Und dann beenden wir die Folge. Und nächste Folge machen wir dann die ersten Touren mit dem. Und dann mal ohne Musik. Müsst ihr mal gucken, ob das. Ich muss mal selber hören, ob mir das besser gefällt. Und müsst ihr mal sagen, ob mir das besser gefällt. Dass wir ein bisschen nur den Außensound haben. Ich finde immer, das wird irgendwann langweilig. Vor allem, wenn es lange Touren sind und ich nicht immer erzähle, dann ist die Musik ein bisschen interessanter noch. Aber sie kann auch nerven. Das sehe ich auch ein. So, das ist unser neuer LKW. Jetzt nicht allzu groß, aber wir verbessern den natürlich noch. Das ist jetzt nur das Rumpfmodell. Wir werden den noch ausbauen. Den möchte ich jetzt mal längere Zeit behalten. Das kaufen wir uns dann später noch zusammen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser sehr teuren, komischen Spezialfolge. Also teuren für mich im Spiel. Na gut. So eine Spezialfolge sollten wir öfter mal machen, aber vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Dass wir nicht unser gesamten Vorrat an Geld aufpulvern, das wäre dann ein bisschen doof. Aber das war es fast schon wert. Und dann mal gucken, ob wir dann mal wieder in Harz fahren. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.